Topagra Praxistest. Drei Raupenschlepper im Vergleich. John Deere schickte den 8RT410 ins Rennen. Der 8RX stand leider noch nicht zum Test zur Verfügung. Anders als die anderen beiden Maschinen war der John Deere mit einem Lastschaltgetriebe ausgestattet. Doch erstmal ein paar Eindrücke der Maschine. Der 9 Liter PowerTech PSS hat laut Hersteller eine Nennleistung von 410 PS. Mit Boost sind es dann bei Zugarbeiten maximal 443 PS. Im Stand brachte der John Deere an der Zapfwelle aber nur 374 PS, denn eine Software schützt die Zapfwellenkupplung. Bei der Fahrt ist die volle Leistung verfügbar, dann kommen 416 PS an der Welle an. Die Kabine war die geräumigste im Test. Die Verarbeitung und der niedrige Geräuschpegel fallen positiv auf. Die schmale Motorhaube erlaubt eine gute Sicht. Doch sie ragt auch ganze 4,17 Meter weit vom Lenkrad nach vorne. Das optionale 360-Grad-Beleuchtungspaket mit 22 LED-Scheinwerfern ließ keine Wünsche offen. Auch die Einstiegsbeleuchtung ist top. Der Sitz lässt sich 40 Grad nach rechts und fürs bessere Aussteigen auch 25 Grad nach links drehen. Fußablagen, Massagefunktion, beheizter und belüfteter Sitz, elektrisch verstellbare Sitzposition, hier bleiben keine Wünsche mehr offen. Das neue DAB Plus Radio mit Apple CarPlay hat ein Touchdisplay und ist oben im Dach untergebracht. Das Kühlfach hat einen herausnehmbaren Einsatz, um diesen leichter zu reinigen. Mehrere USB-Steckdosen runden das Gesamtbild der schönen Kabine ab. Die Antriebsrolle ist, wie beim Fendt, 155 cm im Durchmesser. Die drei Stützrollen sind starr mit dem Laufwerksrahmen verbunden. Die Bodenanpassung ist dementsprechend schlecht. Der Kraftheber stemmt laut Hersteller durchgehend 8,8 Tonnen. Eine Fronthydraulik gibt es nur in der Nachrüstung von Zulieferern. Für den 8RT gibt es eine 227 Liter pro Minute fördernde Axialkolbenpumpe. Wir haben insgesamt 242 Liter pro Minute gemessen. An einem Ventil kommen maximal 132 Liter pro Minute an. Getriebe und Hydraulik teilen sich einen Haushalt. Die entnehmbare Ölmenge ist mit 35 Litern sehr gering. Der Fahrkomfort auf der Straße ist aufgrund der starren Stützrollen gering. Auch die Luftfederung des vorderen Laufwerkteils sowie die weiche Kabinenfederung können die Stöße nicht wegfedern. Auf ebenem Acker lässt sich aber ganz gut mit der Raupe arbeiten. Sie erreichte ordentliche Zugkräfte sowie die höchsten Zugleistungen im Test. Das liegt unter anderem auch an dem effizienten Lastschaltgetriebe E23, welches beim Topmodell 410 Serie ist. Die kleineren Modelle gibt es auch mit stufenlosem Getriebe und dann auch mit dem Command Pro Multifunktionshebel. Die Raupenbänder in den Breiten zwischen 40 und 76 cm stammen ebenfalls von Camso. Bei uns war das breiteste Band montiert. Damit erreichte der John Deere eine Aufstandsfläche von 4,22 Quadratmetern. Mit Ballast wog der 8RT 18,3 Tonnen. Damit war er schon 100 Kilo über dem zulässigen Gesamtgewicht. Ist die Raupe nur auf 25 km/h zugelassen, steigt das zulässige Gesamtgewicht auf 20 Tonnen. Hier sollte John Deere nachbessern, damit man mit dem Schlepper legal unterwegs sein kann. Alle Details zum Vergleichstest finden Sie in den Topagra-Ausgaben 1 und 2 2021.